Taka-Ebene liegt da vorne, die große Ebene in den Bergen. Bereiten wir uns mal auf das Schlimmste vor, aber hoffen das Beste. Lass uns mal weiterziehen, du großes Fellknäuel. Ja. Die Taka-Ebene ist auch verflucht. Ich wette, wir werden einen vertrockneten Wächtersprössling hier irgendwo finden. Finden wir hier auch irgendeinen Menschen, der das überstanden hat? Oder stehen hier wieder nur Statuen? Ah, hier sind Menschen. Teemeister, was wird jetzt aus mir? Diese verdammte verfluchte Zone verursacht alle möglichen Arten von Ärger. Mein wertvolles Stück ist auch verschwunden. Jetzt weiß ich einfach nicht, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreiten soll. Was hast du mit deinem besten Stück zu tun? Ohne Zweifel ist das Werk eines unheilstiftenden Maulwürfe. Ich wette, die waren es, die mich bestohlen haben. Und dazu muss ich auch noch mit dieser schrecklichen Zone auseinandersetzen. Teekäufer, ich frage mich, was jetzt aus dem Dorf Kusa werden soll. Es liegt auf dem Berg Kamichi, da wo die große Windmühle ist. Ich habe ein schreckliches Gehör aus dem Schrein dort kommen hören. Ich bin den Berg so schnell runtergerannt, wie mich meine Beine trugen. Dann wurde mir klar, dass dieses Gebiet hier auch verflucht war. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Monster jemals so nah zu uns kommen würde. Sieht aus, als sei das Ende der Welt nah. Ich will nur sagen, ihr könnt jetzt auch einfach in den Wald gehen, da ist erstmal safe. Ich frage mich, was jetzt aus dem Dorf Kusa... Ja, schreckliches Geheul aus dem Schrein. Das Gebiet ist verflucht. Ja. Ist auch ein Händler. Ein göttlicher Wind. Willst du einen Fisch von mir haben? Hier ein Flusskrebs. Oh Gott, hier kann ich speichern. Ist bekannt für ihre Winde und die schöne Aussicht, aber wie man sieht, wurde ja alles total ruiniert. Lass uns die verfluchte Zone wegmachen, indem wir Wächtersprössling der Umgebung zum Blühen bringen. Der ist da irgendwo. Die Appears-Zone. Ah, da kann ich was kaputt machen. Klöße. Verziehen. Och nö, nicht schon wieder der Dübi. Kumpel, du nervst mich. So richtig.
Ich lese das nicht vor, das hat er nämlich alles schon gesagt. Du schon wieder. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ja, lange, lange, ein paar Tage. Das kleine Abenteuer mit dem Stamm genossen, das ich vorhergesagt habe? Warum du... Hast du hinter dieser Beinahe-Katastrophe gesteckt? Nie? Natürlich nicht. Ich hatte nur einen flüchtigen, kurzen Einblick in deine Zukunft. Siehst du, ich habe die Macht zu sehen, was passieren wird. Sogar wenn es etwas ist, das man lieber nicht wissen möchte. Ich habe schon wieder komplett vergessen, was der vorher gesagt hat, ne? Der möchte gern Prophet ist wieder am Werk. Wenn du so toll bist, warum hast du dann nicht die Rückkehr von Orochi vorher gesehen? Was ist los? Hast du die Sprache verschlagen? Excuse me? Hast du etwas gesagt, mein kleiner hüpfender Freund? Das ist... Ach übrigens, ich habe deinen Kampf mit der Spinnenkönigin gesehen. Immer noch ein recht lahmer Versuch, muss ich sagen. Wie konnte ein abgehalfter alter Wolf wie du nur hoffen, die Welt zu retten? Ja, ach, jetzt, dann mach's selber. Wie lächerlich. Was? Du hast unseren Kampf beobachtet? Es ist dir dabei nicht in den Sinn gekommen, vielleicht zu helfen? Genug geredet. Es gibt nur einen Weg, das bei sich... Oh, muss ich jetzt... Ist das jetzt wie ein Pokémon-Rivale? Taucht der jedes Mal nach einem größeren Kampf auf und will selber auf die Fresse? Oh Gott. Was passiert eigentlich, wenn ich dich durchschneide? Jetzt ist sie wütend geworden. Hier, take that. Warum auch immer jetzt hier was blüht? Keuch, keuch. Nicht schlecht, Darling. Was meinst du mit nicht schlecht? Du bist doch ganz außer Atem. Was willst du eigentlich? Ja, das wüsste ich auch gerne mal. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich hatte eine Frage für dich. Warst du schon am Harami-See drüben auf dem Shinshu-Feld? In seiner Mitte war die Mondhöhle, in der Orochis Geist gefangen war. Eine Sperre blockiert den Eingang, seitdem Tsugumi entfernt worden ist. Das bedeutet, dass Orochi noch immer da drin ist. Ich möchte durch die Sperre und die Höhle betreten. Aber ich werde den Lindwurmkristall benötigen, um das zu schaffen. Weiß nicht zufällig, wo er sich befindet, oder?
Warum musst du dein Schwert ziehen, nur um das zu fragen? Und warum willst du überhaupt Orochis Höhle? In Orochis Höhle? Ach, das weißt du nicht. Alright. Also, diese große Windmühle. Auf jeden Fall werde ich ihn alle alleine finden müssen. Aber bevor ich mich von euch verabschiede, habe ich noch eine Prophezeiung. Ich sehe eine verschwundene, hundsschwierige Aufgabe. Goodbye, Baby. Ja, weil es bisher ja alles so hippie einfach war. Hey, Emmy. Lass uns anstrengen und den Lindwurmkristall vor Wacker finden. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, dass er nichts Gutes im Sinn hat. Und vielleicht finden wir auch eine neue Technik für deinen göttlichen Pinsel. Ach so, es wird hell. Hier ist Wasser. Sehr klares Wasser. Das sieht sehr hübsch aus, auf jeden Fall. Dann gehen wir mal hoch. Das ist wieder so eine brennende Truhe. Hier ist Wasser. Es häuft sich hier mit den, Stein, wo es leuchtet. Dann hoffe ich doch einfach mal, dass das bedeutet, dass ich es nicht mehr lange dauert und ich dann weiß, was ich da machen muss. Da ist der Sprössling. Ach Gott, komm. Glühbäumchen, glühen. Ah, gut, ich kann hier rekonstruieren. Tada! Okay. Ach komm schon, Bäumchen, enttäusch mich nicht. Zone weg. Takaegen, es ist wieder normal. Und die verfluchte Zone wird es einfacher werden, Pinseltechniken zu finden. Als ist er diese große Windmühle wirklich mein Interesse geweckt. Hat diese mächtige Prophet nicht etwas darüber gemurmelt? Ach, was soll's.
Sie läuft uns ja auch nicht weg. Lass uns mal die Taka-Ebene erkunden, okay? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Leute hier in der Nähe. Kann ich hier runterjumpen? Teufelstor! Komm runter! Du auch! Nö, nicht so einer. Oh, schön mit Bambus. Hallöchen, ein Tiger. Na, du willst doch bestimmt frisches Fleisch haben. Nom, 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 nom. Einfach mal ein Tiger füttern. Ist ja nisch. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin da. Ja, okay, das war die Höhle, die ich freigelegt hatte. Hier hat sich das Tor gerade weggemacht. Ach, hier sind die Maulwürfe. Hey, hey, bleib sofort stehen. Wie kannst du es wagen, über unseren Grund ohne Erlaubnis zu gehen? Hätte ich dir nicht durchgehen lassen. Ich bin Maulwurf von Maulis. Mauli-Anführer Maulwurf. Das gesamte Territorium unter der Taka-Ebene steht unter unserer Kontrolle. Wenn das Leuten nicht einfach erlauben, hier rumzuwandern, wie es ihnen gefällt, sollen sie entspannt eindringen wie hier in der Nähe. Du wirst etwas von deinem Besitz hier lassen als Wiedergutmachung dafür. Du weißt, was ich meine. Dieses goldfarbene Zeug, das man in Geschäften benutzt. Hä? Oh, ich hab's. Ihr seid nur eine Horde Banditen, die Geld wollen. Nun, Ehren lernen Schweine fliegen. Als dass du etwas von uns kriegst. Wir werden dir eine Lektion erteilen. Nur ist ganz schön mumm. Auf in Ordnung. Wenn es das ist, was du willst, du wirst es bereuen. Kommt, Männer! Maul ist die besondere Staubwolkenformation. Ugh! Da war noch viel mehr, um mich zu verletzen. Wenn du kämpfen willst, dann lass uns richtig kämpfen. Willst du hier so einen Streich haben? Thank you.
zurück! Du musst streiten oder was? Dann nimm das hier. Hab dann die Zeichen aus den Augen verloren. Was passiert eigentlich, wenn ich den hier so... Mit Alumina. Look, chill es einfach nicht. Kannst du gegen so einen Staubwolkentrick ankommen. Hey, hast du genug von der hartköpfigen Emmy? Soll dir eine Lehre sein. Leg dich nicht mit den Göttern an, Maulpate. Gut, kannst du dich ruhig hier hinlegen. Ich enthalte dich nicht aus, merkt ihr das? Ich erwarte von euch Jungs, dass ihr von jetzt an ehrlich seid. Ich kenne den Unterschied zwischen richtig und falsch. Es ist nur nicht vereinsam. Ganz egal, wie lange ich hier unten warte, niemand kommt vorbei, um mich zu besuchen. Warum habe ich mich so verhalten? Ich wollte nur Aufmerksamkeit bekommen. Das ist alles. Ja, das macht es nicht besser. Bitte, weißes Hündchen, willst du mein Freund sein? Ich verspreche, ich werde mich von jetzt an auch anständig benehmen. Ehrlich. Das ist genau das, was ich brauche, Hündchen. Wenn du hier bleibst, dann bin ich nicht mehr einsam. Das wird von Minute zu Minute seltsamer. Ich weiß, ich wollte meine Gefühle nicht so offen zeigen. Ich werde hier in den Untergrund gehen und meine Tränen alleine vergießen. Schätze, es bedeutet dann wohl auf Wiedersehen. Du wirst doch bald mal wieder vorbeikommen und mich besuchen, oder, Hündchen? Ich schätze mal, das ist Goldstaub. Ach so, das ist... Das ist der Tee, den der Teehändler haben wollte. Die Maulwürfe haben ihm ja irgendwie sein bestes Stück geklaut oder irgendwie so oder gesagt. Dann mal los. Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Guck mal, was ich habe. Beziehungsweise sie ist jetzt verschwunden. Das Geschäft hier nochmal laufen, aber wieso? Wir haben meinen wertvollsten Besitz gestohlen. Ich kann ohne unmöglich irgendwelche Arbeiten erledigen. Hey, das ist meine geliebte Teetasse, oder etwa nicht? Hast du sie von unentschuldigten Maulwürfen für mich zurückgeklaut? Wir geben Teetasse. Danke dir, das ist mein Glücksbringer für ein gutes Geschäft. Und eine gute Tat verdient Dankbarkeit. Hier, goldener Pilz. Was denkst du dann schon beeindruckend, was? Ein Kunde gab ihn mir schon vor einer Weile als Bezahlung. Hat so eine göttliche Aura. Ich hatte keine Idee, was ich mit ihm machen soll. Jetzt ist er dein Hündchen. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Okay. Nochmal speichern. Sicher ist sicher, nicht wahr, Mina? Uiuiui, wo bin ich denn jetzt reingestolpert? Love Town. Eklig, so ein widerlicher Brunnen. Ich garantiere, dieses Wasser wird dich rennen lassen, auch wenn du ein Gott bist. Frau Zungenschneider, ha! Ich hab gerade noch etwas Leckeren gesucht, was ich in meinen Topf tun kann. Der ist genau passend, du kleiner Köter. Gott, was sind denn das hier alles für Psychos auf dieser Ebene? Die böse Frau Zungenschneider.
Wird schon ausreichen, bis man in Nähe und eben mal sein großes Tier fängt. Achso, ich soll sie wahrscheinlich. Guck mal. Ich muss sie wahrscheinlich von hinten angreifen. Oder auch nicht. Ich gehe mal rein. Denk mal dem Top-Fall-Knall, es riecht Ekel ab. Okay, bringt alles nichts. Ich glaube, ich brauche wieder eine andere Fähigkeit. Wo bin ich denn jetzt? Hier sind die Maulwürfe gewesen. Hier ist ein Wuffels. Wuffels will doch bestimmt Fleisch. Zum Dorf Kusa. Gleich hoch ins Dorf. Ist da denn die Windmühle? Ach, Handy. Was ist hier? Hier hätte ich buddeln können. Aber eigentlich will ich nicht nochmal zu der Ollen da runter. Da oben ist noch jemand zum Quatschen. Ah. Da an der Wand. Sasa Reisender. Huh, diese Wand zu schienen ist ermüdend. Diesen Geruch wahrgenommen, Hündchen, der Geruch des geheimen Platzes, der nur mit reinen Herzen betreten können. Der Geruch der Sasa-Zuflucht. Jeder, der versucht, dahinter zu kommen, verläuft sich hier, aber das heilige Tor da muss ein Hinweis sein. Es muss dieser Ort sein. Das bleibt unter uns, ja? Sasa-Zuflucht auf die Spatzen leben, stimmt's?
Und ich habe eines dieser jungen Spatzenmädchen von hier kommen sehen. Deswegen bin ich so sicher, dass die Zuflucht hier irgendwo sein muss. Ich habe eines der jungen Spatzenmädchen hier rauskommen sehen. Deswegen, ja, deswegen bist du dir sicher, dass... Gemeine alte Ehepaar, das ist auf jeden Fall die Olle da unten. Ihr? Ach, es sind Pferde. Ah, hier ist so ein Tor. Doch nö, also Titel. Bist du der Ehemann von der Ollen? Du siehst nämlich echt nicht koscher aus. Bingo. Da, 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 das ist es. Mein Pendel schreibt es gerade. Der Schatz muss hier irgendwo vergraben sein. Was starrst du so an, Hündchen? Willst du mir helfen, den Schatz auszugraben? Mein Pendel hat mir gezeigt, wo er war, aber ich hatte total den Tierungssitz verloren, wo das jetzt war. Es wird irgendeiner einen Hinweis hier in der Nähe geben. Oh, was seid ihr denn? Ach, Füchse. Thank you.
War ich hier richtig fürs Dorf? Ich hoffe es. Ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Zugbrücke. Der Hündchen, du möchtest auch rüber in die Stadt? Ich befürchte, ihn wird irgendwann, wenn so lange die Zugbrücke oben ist, nicht einmal die Wachen hier wissen, warum sie hochgezogen wurde. Ich wette, da geht irgendwas Merkwürdiges vor sich. Um zu verstehen, was ich sage, stimmt es, soll ich dieses Gerücht erzählen, das ich gehört habe? Anscheinend ist eine mystische Krankheit in der Stadt Seiyan. Normalerweise würde ich so ein Gerücht natürlich nicht glauben, aber als ich das erstmal gehört habe, es war genau zu der Zeit, als der Zugbruch hochgezogen wurde. Wenn die Gerüchte stimmen, dann nehme ich mal an, dass es keine Eile hat, hier zu verschwinden. Frau Ananas. Ein süßes kleines Hündchen, hängst du hier auch fest, dieser große Brücke da drüben? Die Menschen nennen das die große Zugbrücke, das ist die Verbindung zwischen der Taka-Ebene und der Stadt. Wen kannst halten sie in diesen Tagen die Brücke geschlossen? Ich frage mich, was in der Stadt wohl los ist. Ich wollte aber ins Dorf Kusa, dann bin ich hier falsch, würde ich sagen. Ich gehe nochmal gucken. Warum kommst du da unten? Nicht. Buddeln kann ich hier auch nicht. Hä? Tor. Genau da ist der Typi. Lassen wir auch noch mal blühen. Ah, da unten ging's zum Dorf. Glaube ich. Da, wo der Hund halt war. Ja, zum Dorf. Ah, da ist noch ein Tor. Wer bist du? Quellenmaid. Ich verstehe es einfach nicht. Die Meerjungfrauenquellen hat uns so schönes frisches Wasser gegeben. Können sie auf einmal ausgetrocknet sein? Ja, das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Oder es reicht vielleicht auch, wenn ich einfach das Tor wegmache. Oh, nö!
Schön, meine beiden bastesten Gegner hier. Ja, scheint schon zu reichen. Oh, da ist auch noch Rehe. Schön, Wasser wieder da. Es ist wunderbar, dass die Familie wieder Wasser gibt. Vielleicht liegt das an den legendären Kräften der Meerjungfrau. Schon diese Geschichte hört, diese Quelle ist wie ein Pfad für sie. Manchmal kommen sie vom Grund des Ozeans. Solche Quellen wie diese hier sind über ganz Nippon verstreut. Meerjungfrauen kommen hierher, um ihre Lieblingsorte zu besuchen. Siehst du, der Wasserflug gibt ein leichter Schimmer. Wenn eine Meerjungfrau-Münze hineinwirft, dann wird sich der Pfad öffnen. Ja, keine Ahnung, was eine Meerjungfrau-Münze ist. Ich hab noch keine. Ist auf jeden Fall. Ah, es ist wie bei der anderen Quelle. Ist ja schön, dass mich mal jemand aufklärt, was das ist. Nee, das ist die Olle unten, genau. Hat das jetzt was gebracht, dass ich da unten... Ach, da geht das Wasser... Also es geht dahin, aber es bringt nicht viel. Na gut. Ich will jetzt ins Dorf.